Folge, Black Friday, ihr kriegt alles umsonst, natürlich nicht, klar. Aber ihr bekommt die wunderschönen Sachen von Erdogan Atalay, ja? Zum Beispiel diese Hoodie hier mit Kapuze und so weiter, statt 69, statt 65 für 56, müsst ihr gucken, aus Sicherheitsgründen ziehe ich das Angebot nochmal eben zurück. Schaut bitte nach, heute ist Black Friday und alle, die da noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen und ein Cobra 11 Fan ist, sollte, wenn er Lust und Laune hat, sich sowas mal gönnen. Gibt es in verschiedenen Farben und wenn ihr sogar Glück habt, ist sogar eine Autogrammkarte dabei oder an der Seite signiert. Ich habe die gestern live gesehen, könnt ihr auch hier sehen. Ich lasse da gerade die zwei jungen Damen da, die haben halt das erhalten mit Autogrammkarte und Unterschrift. Hin und wieder hat man großes Glück. So, ich mache jetzt hier während der Arbeit mal eben kurz einen Clip, bevor ein Kunde kommt. Ich hoffe, ich kann jetzt mal eben kurz durchziehen diesen Videoclip. Ich bedanke mich total und recht herzlich bei Erdogan Atalay. Und ich mache heute Abend Spezialvideos für Jean-Claude Van Damme. Der hatte Geburtstag, aber ist schon etwas her. Aber ich bin Diamond. Und Arnold Schwarzenegger war heute Morgen 2 Uhr, weil er noch so in der Resonanz des Terminators war. Auch da bin ich Diamond und heute Morgen hat also auch schon Frank Wendler gegrüßt, den schwarzen Freitag, fand ich super, um 5 Uhr morgens. Wie gesagt, Arnold war 2 Uhr morgens, vielleicht bin ich deswegen so aufgedreht, weil ich kaum geschlafen habe. So, ich habe zwar gerade dem Erdogan Atalay auf seiner Sache drauf gesprochen, ich hoffe, er hat das richtig verstanden, das war eine Laudatio, das war ein Dankeschön. Hiermit wird das nochmal öffentlich bekundet. Ich grüße euch total recht herzlich, ihr seid gute Schauspieler. Wie gesagt, Daniel Rösner, kann sein, dass ich jetzt gerade ein Echo kriege. Das ist halt so, man ist halt elektronisch verbunden. An alle Fans, Superfans, Fans, bitte seht eure Stars und Sternchen so, wie sie sind. Sie arbeiten für euch. Sie leisten etwas für euch und sie freuen sich natürlich, wenn ihr diese Stars und Sternchen natürlich anspricht und so weiter. Aber bitte immer mit einer gewissen Distanz und auch als, wie soll ich sagen, das ist ein harter Job, ja, Texturen zu lernen, die vor der laufenden Kamera zu sprechen, zu agieren, zu tun, als ob. Ja. Jemand kommt um die Ecke. Man weiß zwar geistig, da passiert gleich was, weil die Szenerie hat man ja gelesen, Klammer auf, Klammer zu, die Szenerie und dann kommt der Sprach, was hast du da gemacht? Ne? Dann sagt der Neue, ich habe nichts gemacht. Doch, du hast was gemacht. Nein, ich habe nichts gemacht. So in der Richtung und da muss man hin und wieder mal, und dann hört man Cut, du standst nicht richtig, die Kamera war nicht an und dann muss man den gleichen Text nochmal bringen und man muss auch die gleiche Euphorie bringen. Manchmal ist auch, wenn man im Cut war, also wenn die Kamera zu und dann ist man plötzlich besser drauf oder irgendwie ist so, weil man ist ein bisschen versteift, ja, man konzentriert sich und Action und dann geht das los, Explosion, hinrennen, bloß keinen falschen Schritt machen, dass man nicht zu nah an die Explosion kommt und so weiter. So, die Akteure, so wie ich auch, in Green Rooms, die gar nichts sehen, die gar nicht wissen, was passiert, das finde ich super, dass die das mittlerweile gelernt haben. Früher war das eine Mordsarbeit, sich vorzustellen, dass da jemand ist, mit dem man spricht. Ja, eine fiktive Figur, mit der man spricht. Roger Rabbit zum Beispiel damals, Zeichentrick, und der Schauspieler wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Der musste dann hier so machen, ja, in der richtigen Richtung. Ja, und dann auf einmal kommt da so ein Mannequin raus, aber später erst im Film. Wenn ich das jetzt hier so mache, muss ich gucken, ob ich hier was einbauen kann oder nicht. Wenn was eingebaut ist, habt ihr gesehen, habe ich das selber gemacht. Viel Arbeit, aber diese viel Arbeit wollte ich mir jetzt nicht gönnen. Ich wollte einfach so eine Art Laudatio. Ich möchte nämlich den November verabschieden mit diesem Video. Ich möchte Anita, Maya und alle anderen, ja, grüßen. Heute Abend mache ich ein Special Video. Only for Jean-Claude Van Damme and Arnold Schwarzenegger. Hat seinen Grund, den werdet ihr dann erfahren, könnt ihr euch den Videoclip anschauen. Auf dem Weg möchte ich mich nämlich bei Jean-Claude Van Damme bedanken und auch bei Arnold Schwarzenegger bedanken und auch bei Sly. Es war alles lieb und nett, weil dank Facebook und dank Instagram und so on kommt man den Leuten etwas näher oder die kommen auf einen zu, weil die wissen wollen, wer bist denn du.
Und dann sage ich, ich bin der und der, ich mache das und das. Und das schon seit 1975, seit 1979 als Firma und mache heute noch. Und ich entwickle mich trotz all dem, obwohl ich so alt bin, neu. Ich werde also im Jahre 2020 sicherlich irgendwas Neues machen, was komplett Neues machen. Und sollte sich noch einmal, wirklich, ist jetzt kein Scherz, Jean-Claude nicht, aber Arnold war und ist, ich werde euch das auch zeigen, oberhalb, weil da ist noch ein Restaurant. Hängt auch da die Zertifikate und so. In den 90er war hier ein bisschen mehr los. Und da war auch etwas anderes, da war die Elektronik ja auch gerade neu und jeder wollte wissen, was das ist. Jeder kam vorbei und schaute sich an, ich hatte Aqua hier, Kodak hier, was ist denn das? So, und wenn man das große Glück hatte mit, heute heißt er so, Sir Berners-Lee, damals hieß er Herr Lee, Bernd, ja, das ist ein Engländer, und der im Kern die Fusion und da gesessen und HTLM da am Arbeiten und machen war. So, ich bin nur Promoter gewesen, ich war nur der, natürlich hat mich das unheimlich interessiert, deswegen habe ich mich auch hingesetzt. Ich habe CC+, die ganzen Pascal-Sprachen und all diese elektronischen Sprachen, Basic und all solche Sachen, Tockensprache erlernt und dann habe ich meinen Beruf daraus gemacht und so weiter und so fort. Seht mir nach, dass ich jetzt etwas auf die Schnelle mache, weil zu viele da draußen rumdampeln. Und dann hier muss ich wieder unterbrechen. Heute will ich mal nicht unterbrechen, will dieses Video zu Ende führen. Möchte auf den Black Friday, möchte euch die Sachen von Atalay Erdogan, nein, das ist wirklich, ich bin überzeugt von dieser Ware, weil es eine tolle Ware ist. Natürlich, das Emblem ist riesengroß und wenn ihr Glück habt, ist hier ein Mannequin und eine Unterschrift von Erdogan drauf, ist natürlich für denjenigen, der das bekommen hat, wirklich eine tolle Geschichte. So, wir Firmen, ich mache keinen Black Friday hier, ich verkaufe auch nichts günstiger. Ich musste nur gerade schmunzeln, deswegen mache ich dieses Video. Ich möchte auch euch allen sagen, seid bitte vorsichtig, seid nicht so euphorisch. Ich meine, hier geht, ja, da stehe ich 100% zu, ich stehe 100% zu Erdogan. Und die Sache kann er ja ruhig, weil das ist Ware, die könnt ihr wirklich kaufen und auch verschenken. Ihr seid auf der sicheren Seite. So, hier einige Sachen hier. Und da ich auch Star Wars begleitet habe, 40 Jahre meines Lebens, davon 30 intensiv, jetzt gucke ich das nur noch und dann ist Schluss. So, wie gesagt, hier die ganzen Sachen hier habe ich gesehen. Gestern konnte man einen wunderbaren Strooper-Helm für 89,95 kaufen und heute kostet er 149,95, ist Black Friday, wenn ihr versteht. Was immer, das wollte ich euch jetzt nur gesagt haben. Seid bitte vorsichtig mit der Einkauferei, achtet bitte drauf. Wie gesagt, der Hasbro 8973BEU4 kam, also 89,95, kostet heute auf Black Friday 124,99. Jetzt gucke ich mal in den Mantel, den werde ich auch nie kriegen, den wollte ich schon immer haben, werde ich aber nicht bekommen, weil die Größe, ja, ist klar, ist nur noch XS da. Master Brand, Star Wars Mantel, Herrung, Tistlot, Jacke, schwarz, den wollte ich immer haben, aber 300 €... weil das ist zu fett, versteht ihr, ist puderrot innen drin, dann ist das Emblem da drauf, Federation und all solche Sachen, ist ein reiner Star Wars Mantel von der Firma Masterbrand, nicht schlecht, tolle Sachen, da kaufe ich mal andere. Dann habe ich natürlich noch Masken, muss ich auch schmunzeln, die kamen mal 49,95, kosten heute auf Black Friday 61,90. Die Jacke, oh ja, die ist okay, die könnte ich jetzt bestellen, weil die Jacke ist wirklich günstig, die ist wirklich gefallen, ist nämlich der Blouson, die Jacke von, wer ist denn jetzt? Vergessen, aber Star Wars, egal, weil ich dachte, kommt gerade ein Kunde rein, aber jedenfalls habe ich es gerade vergessen. Die Figur hängt leider auch nicht mehr an der Wand, der ist leider da. Poe Dameron, jetzt habe ich, also die Jacke von, ja, ich komme ja, die Jacke von Poe Dameron, ja, die kam 179, die kostet heute auf Black Friday 82,96. Problem ist nicht Prime, würde kommen, keine Ahnung, aus irgendwelchen China-Ländern, müsstet ihr also sehr lange drauf warten, bis das gute Stück bei euch wäre. So, ich komme ins Schwadronieren hier, weil überall Glocken und Dinge ist und wie gesagt um 2 Uhr mit Arnold und dann mit Jean-Claude Van Damme und ach herrlich und jetzt gerade eben vor ein paar Minuten Wendler. Und dann habe ich aufs Telefon gesprochen bei Erdogan Atalay und habe mich bedankt. Ich wünsche euch allen einen super Start im Dezember. Ich mache gleich oder heute Abend
mache ich eine schöne Sendung und die mache ich fertig für den Start in den Dezember. Anita und Maya wissen auch Bescheid. Nach dem 15. müssen wir mal schauen. So eine Art Kurzsendung für euch alle machen als Dankeschön an alle Schauspieler für ihre tolle Arbeit, für die tollen Sachen, die ihr da macht und. Also, ich bedanke mich auf diesem Weg. Denkt dran, diese guten Sachen hier könnt ihr wirklich kaufen. Die sind spitze. Heute, glaube ich, kosten die, aber nur heute, 56, danach wieder 65. Ich meine, sind auch 65 Euro wert oder auch 69 Euro wert. Und dieses T-Shirt hier, 49, 95 oder so, ist das Long Arm. Da habt ihr ja gesehen in meiner Sendung. Und ich mache jetzt Werbung für meine Sendung oder Sendung von Anita, Maya und ich. Na? Genau, Anita, Maya und ich. So, ist nicht meine Sendung, sondern unsere Sendung. Unsere neue Fansendung für das Jahr 2020 für Erdogan Atalay und für Nils Kerwin und natürlich für Pia Stutzenstein. So, die drei kennen wir ja schon mittlerweile. Ob die jemals Valerie heißen wird, weiß ich nicht. Soll auch egal sein. Also Susanne passt nicht zu ihr, aber Valerie wäre schon gar nicht mehr so schlecht. Ne? Valerie, boah. Ja, okay. Wie gesagt, diese Jacke, die ich gerade genannt habe, genau. Die gibt es nämlich auch nochmal eben so für 219, ne? Die Poe Dameron da am Anfang 7 Episode getragen hat, diese braune Jacke. So, meine Freunde vom Fernsehen, meine Freunde vom TV halt und Kino und Theater, Adriane Raspe begrüße ich auch auf dem Wege und Melanie Scheidt. Ne? Melanie Scheidt war auch bei Cobra 11 kurz als Reporterin. Die andere war als Schwangere kurz da, sie spielt gute Rollen, ist jetzt halt fest angestellt und macht, glaube ich, keinen Fernsehen mehr. Vielleicht sieht man sie ja irgendwann mal wieder in der Rolle. Oder Melanie Scheidt hat auch eine feste Anstellung, die macht oder verkauft Duftwässerchen. So, jetzt bekomme ich Kunden. Ciao. Morgen. Hallim, Balim. Nochmal, ich habe eine Frage. Ja. So, ihr seht, den Kunden mache ich aus. An alle Kunden, die diese Videos sehen, diese Videoclips hier, die ich mache, wenn ich Zeit habe. Ich habe nicht immer Zeit, aber es ist die Wendezeit, November auf Dezember, da habe ich ein bisschen Zeit. Ich habe auch gesehen, dass draußen die Banken, muss ich ja auch hin, ist ja klar, da ziemlich ruhig waren, dann weiß ich Bescheid, deswegen habe ich mir gesagt, mach. So, ich bin hier, er war da. Warte. So, Kirschle an alle anderen. Also Kirschle begrüße ich auch. Kirschle schaut sich ja auch die Sendungen an und so weiter. Kirschle ist ein Entertainer. Und Anita und Maya haben ihn also auch schon kennengelernt. Und richtig, er war gestern on Tour. Er war in der Stadt. Ist wie gesagt auch so ein Entertainer. Monsieur Kirschle. Vielleicht taucht er sogar mal irgendwann bei Cobra 11 auf, weil solche Leute bei Cobra 11 an sich gebraucht werden. Sowas. So ein Opfer wie mich natürlich nicht. Ist klar. So, okay. So, ich grüße heute mal die Petra Schneider nochmal eben. Dann natürlich auch Kirschli. Dann Daniel Rösner. Da ist er ja. Ne? Daniel Rösner. Hey, guys. What's up, you guys? Yeah, what's up, you guys? What day is it today? That's right. It's the 29th of November. And what does that mean? Yes, it is Black Friday. So, Black Friday. Ja, ihr seht, dass das alles echt ist. Wie gesagt, man wird gegrüßt von Daniel und er muss natürlich direkt wieder Umsatz. Ich weiß nicht, für wen er da arbeitet, aber egal. Ich fliege jetzt nicht nach, was weiß ich, nach Malibu, um da irgendwas zu kaufen, Surfbrett oder so. Danke dir, Daniel, dass du uns das da, wie gesagt, erklärst. Und ich erkläre euch noch einmal, seid bitte vorsichtig mit Black Friday. Die Preise stimmen also nicht so. An alle Euphoriker, nur bei Erdogan Atalay. Kann ich sagen, ist in Ordnung, könnt ihr kaufen, weil die Ware ist spitze. Und der Preis ist in Ordnung, auch für 65, 69 Euro oder 49, 59 Euro das Shirt, ist in Ordnung, ja? Okay. So, Anita sagte, dass sie den Röster verpasst hat, da habe ich gesagt, dann call ihn doch an. Have a great day and don't go shop. Ich glaube. Bye. Okay, Monsieur Rösner sagt, go shopping, yeah.
So, die anderen Damen und Herren sehen so aus wie die Pia, ne, am Set. Da gibt es hin und wieder mal so Schnappschüsse. Ne? So, guten Morgen, sagt sie. Hat sie auch vollkommen recht. Ja, ich meine, wirklich, es ist eine tolle Truppe. Pia war am Erzählen, hat ihre Macke hier so gezeigt, die sie da bekommen hat. Ne? Sie werden ja hier so drapiert und gemacht. Ja, war ja in Action. Dann hörte man im Hintergrund dann Erdogan Atalay reden. Und so, die andere junge Dame darf ich jetzt nicht veröffentlichen, weil das ist ein Privataudio. Ja, dann unterbreche ich jetzt wieder und wünsche euch, wie gesagt, einen tollen Black Friday und kommt mir wirklich sehr, sehr gut rüber in den Dezember. Und sollte ich wirklich Zeit haben, 24 Türchenclips zu machen von Cobra 11, werde ich sicherlich machen, warum nicht. Und sollte wirklich Semir Gerkan, genannt Erdogan Atalay, ich finde es super, dass wir immer so zwischendurch so Fixivnamen haben. Valerie oder ja, Susanne oder so. Ja, ist egal. Daniel Rösner, ne? Ist klar. Tom Beck, ne? War weg. Und so weiter. Okay, ich finde es toll, wenn wir mit unseren Fiktionsnamen hin und wieder mal reisen und leider auch einen richtigen Namen haben. Einige damaligen hatten in ihrem richtigen Ausweis ihre Fiktionsnamen einbetten dürfen. Die hießen dann auch so. Und waren aber in Wirklichkeit ganz anders geheißen und waren auch andere Geburtsnamen. Weil einige Künstler, wenn die in einem gewissen Ranking sind, dürfen auch künstlerische Namen da in ihren Ausweisen tragen. Was war das früher so? Bis heute ist, weiß ich nicht. So, Cobra 11, Erdogan Atalay, Nils Kerbin, Pia Stutzenstein, das sind die neuen. Werde also ab 2020 eine neue Sache, ich werde den Namen auch ändern. Wie gesagt, das alte Cobra 11 haben wir verabschiedet. Das neue Cobra 11 kommt und ja, ich mag wirklich Erdogan Atalay. Ich freue mich sicherlich, wenn der mal hier aufschneidet, wie die anderen auch, wenn es nur 5 oder 10 Minuten sind. Ja, ist manchmal so. Manchmal kommt hier einer rein, wie hieß der, Deutschendorf? Ja? Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Weiß ich gar nicht. Das ist ein Musiker gewesen. Jeder weiß, der hieß wirklich so. Der hieß Deutschendorf und ich habe jetzt seinen Künstlernamen vergessen. Und dann hatte ich die Supernasen hier, auch lange her, den Komponisten und musste da einige Sachen machen. Weil, wie gesagt, Vielfältigung, Herstellung ist ja nun mal Medien. Und Medien brauchen Medien. Das heißt also, man kann nicht dauernd zu irgendeinem Cutter fahren, weil der so teuer ist. Also fährt man zu einem, der halt auch Cutter ist, aber nicht so viel Geld nimmt. So. Wenn man eine Kalkulation mischt, dann kann man auch hin und wieder Angebote machen. Wenn man nur von einem Teil lebt, oder wenn ich davon lebe, kann ich das nicht, dann geht ja schlecht. Ja. So, und wenn ich, wie gesagt, der Kunde auch gerade Bilder machen, natürlich, Bilder machen ist kein Thema. Auch Vergrößerung, auch kein Thema. So, das ist okay, aber wie gesagt, ihr merkt schon, ich habe heute viel Zeit. Ich verabschiede den November heute. Ich bekomme auch gleich den Handwerker, weil neue Sachen aufgehängt werden. Neue Werbung mache ich. Ja, ich begrüße euch dann für das Jahr 2020, werde wieder Videoclips machen, so wie diesen hier, aber halt im Green oder im Blue Room. Ich habe mir auch ausgedacht, ich habe jetzt auch Black Room, weil ich da, keine Ahnung, irgendwie so ein Management hatte. Die waren alle in schwarz, mit schwarzem Hintergrund, die und Consulter und diverse andere Berater, die halt Special Effects auf ihren Homepages haben wollten, natürlich dezent. Ja, und hin und wieder sieht das klasse aus, je nachdem welchen Schwarzton oder welchen Grauton man erwischt, im Green Room oder im Black Room oder im Blue Room mittlerweile. Ich fand es so stark in den 70er Jahren mit dieser blauen Wand. Ja. Und wenn die Herrschaften ihre Pepita da anhatten, ihre komischen Anzüge in den 60er, 70er, 80er Jahren, das schimmerte dann immer so. Aber egal, der WDR lässt grüßen, mehr sage ich jetzt nicht. Man hat viel Experiment, man hat viel Spaß gehabt. Viele werden mich, glaube ich, noch erkennen, nur da hatte ich sehr viele Haare auf dem Kopf. Ich bin super. Ja, die Ratten kamen vorbei und haben mir die Haare geklaut. Das werde ich nie vergessen, wie das in London Dungeon, in London ein Richter zu mir sagte, nochmal genau hinhören, London Dungeon, an der Themse unten, gibt es... dieses London Dungeon ist alles aus England, da Jack the Ripper und solche Sachen.
Und dann kommt ihr auch in einen Raum, wo ihr dann auf einen elektrischen Stuhl kommt. Ihr werdet verurteilt. Also es ist ein Big Business dort, macht unheimlich viel Spaß. Ich habe auch die Tassen noch da stehen. Ich erinnere mich unheimlich sehr gerne daran, an London. Ich erinnere mich sehr gerne daran, an die Pixelväter. Ja, es kann im Alter liegen. Kann so sein. Ich weiß es nicht. Ich habe alle Erinnerungen von damals jetzt wieder frisch auf dem Tisch, als ob ich immer noch mit denen zu tun hätte. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ne? Virgin Soft gibt es noch, das weiß ich. Kingsoft sicherlich auch. Sega ist nicht mehr. Axel Herr von Nintendo, weiß ich jetzt nicht, ob der noch der Chef ist. Keine Ahnung, soll mir auch egal sein. So, wie gesagt, hier ist das Management, hier wird gemacht, hier wird getätigt. Alle, die das Video jetzt durch Zufall gesehen haben, es ist richtig, wir sind verbunden mit Jean-Claude Van Damme, mit Arnold Schwarzenegger, wir haben sogar ein Restaurant da oben, da könnt ihr euch das ansehen, dass die da waren, ja, und so weiter. Wir hatten das große Vergnügen des DSF, wir hatten das große Vergnügen mit Uprom TV, Du bist TV, wir hatten das große Glück, oder Vergnügen kurz mit Sevenlow, wir hatten das große Glück und sehr kurz auch mit Action Concept. Wenn man im Big Business arbeitet, hat man hin und wieder mal einen, der größer ist, auch von so einem kleinen etwas braucht. Und das finde ich so super. Wenn die Mega-Größen, ob RTL, Sat1, Pro7, wie die alle geheißen haben, auch Clipfish, die Geschichte oder diverse andere Sachen, die damals, also wenn dann irgendein Format hochgefahren wird, dass sie dann plötzlich einen brauchen. Ja? Brainstorm gibt es leider auch nicht mehr. Hans-Joachim. Den gibt's auch nicht mehr. Okay, also wie gesagt, Rösner, der hat da wie gesagt gerade gesprochen, mache ich jetzt mal einen Cut. Black Friday war heute, der Start in den Dezember war heute. Erdogan musste lernen, Erdogan hat einen Daumen hoch gezeigt, das reicht. Wir können nicht immer smalltalken, das geht nicht, weil... An alle Fans, seid mir bitte nicht böse, es ist super, wenn ihr Stars und Sternchen mögt, aber geht denen bitte nicht auf den Keks. Ja? Freut euch, dass ihr die kennt, freut euch, wenn auch, wie gesagt, Jean-Claude Van Damme war gestern wieder live online, kann sein, dass er jetzt schon wieder live ist, ich weiß nicht, momentan hat er das Teil hier entdeckt. Und legt da so richtig los. Ne? Arnold ist meistens in der Nacht unterwegs. Dann macht er aber nur zwischendurch. Wir hatten nur einen Smalltalk wegen den Panzern, weil ich auch Panzer habe. Und er hat aber den großen Panzer, einen M48, wo man reinklettern kann und fahren kann. Konnte man also bei Arnold mal gewinnen. Ne? Also hat er so einen kleinen Preisausschreiben gemacht. Da habe ich gesagt, tut mir leid, ich kann schlecht jetzt von Nordrhein-Westfalen über Düsseldorf nach Malibu, nur um so ein M48 zu fahren. Das fand ich unheimlich nice. Ne? Okay, ich gehe mal wieder rein. Also wie gesagt, nachts könnt ihr mit den Stars reden. Jean-Claude ist Gott sei Dank hier in unserem Breitengraden. Mit denen quatsch ich manchmal hier während der Arbeit. So, da sind wir aber im Kern der Sache. Während der Arbeit kann das schon mal passieren, dass ich mit irgendeinem Star arbeite. Das ist kein Fake, das ist echt. Ich kann die auch eingeben hier. Manchmal fährt auch Erdogan live und dann schickt er das und winkt auch, ne? Ist klar, wenn die in Düsseldorf drehen und Köln drehen. Ich unterhalte mich auch sehr gerne mit Nils, weil Nils ist leider auch immer im Stress. Der macht jetzt bei Frank Zander, seine Nichte von Frank Zander war ja auch hier. Ne? Ich habe so viele Videos leider gelöscht. Ja, ich meine, ich fühle mich nicht wichtig. Ich fühle mich nicht wichtig, also ich arbeite sehr gerne, aber ich bin nicht wichtig und ich werde mich auch nicht da in den Mittelpunkt ziehen. Auf dem Weg grüße ich Willem Nessen, yeah. Er war wieder am Set bei Tatort, Querschläger. Kommt am 1.12. in ARD, da muss ich sofort grüßen. Ach, ihr seht alles live hier, ich kriege ja so viele Sachen, super. Super, muss ich sehen. So, wenn ich sehe, das schreibe, muss ich sehen, gucke ich es mir auch an, aber leider in der Mediathek. Bin ich kein Fan von ARD und ZDF. Und kriegt auch einen wunderschönen Applaus. Ja, so, wie gesagt, ich sehe mir das alles. Ah, seht ihr, da ist er, Erdogan. Lang ist her, da war seine Kleine noch ein Baby. Ich zeige es euch jetzt nicht.
könnt den Monitor jetzt hier rüberreißen. Jetzt habe ich das gesagt, jetzt mache ich das auch. Erdogan Atalay, hier, Erdogan Atalay. Da ist er. Ich kann da mal draufdrücken. Hier. Pow. Dann seht ihr den auch größer. Ne? Da war die noch klein. Ja? Gehen wir hier vorne hin. Ich finde das so super. Ich meine, die Technik, die wir heute haben, da haben wir damals drum gebettelt. 95 haben wir einen Klatsch gekriegt. Ich möchte mich nochmal bedanken bei Sir Timothy Lee, dass er das überhaupt 89 auf den Weg gebracht hat. Ja, und 95 nach der CeBIT ging es richtig ab. Ne? Erdogan Atalay. Ne? Seht ihr, wie schnell das geht? Copy and write. Und damit ihr seht, dass ich die Wahrheit gesprochen habe, habe ich das jetzt mal als Videobeweis. Dann zeige ich euch, dass ihr das einbinden könnt. Wir sind ja nochmal der Sondersender. Dann kann man das zum Sondersender gehen. Sondersender NRW TV, Ultra HD Web TV. Und dann kann man es einbinden. Wie gesagt, ich mache das jetzt aus Spaß. Ich mag die alle. Die dürfen das ruhig wissen. Ich oute mich heute mal. Ich gehe denen aber nicht auf den Keks. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass ich denen nicht auf den Keks gehe. An alle anderen, ihr dürft. Also noch einmal, Prashant, du darfst. Also 2 Uhr morgens, ich weiß. Manchmal pressiert das. Ne? So, Erdogan. Erdogan mit Kind. So. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, war das Kind am Schreien oder so? Muss ja einen Grund gehabt haben. Dass Erdogan, seht ihr, ich soll direkt wieder Geld bezahlen bei Facebook, damit das ganz viele Leute sehen. So ganz viele Leute sollen das gar nicht sehen. Ne? Ich bin froh, wenn er das selber sieht. Ich bin froh, wenn er sich freut. Ich mag, wenn ihr euch freut. Deswegen mache ich die Videos. Ich mache nicht die Videos, um Geld damit zu verdienen. Wenn ich damit Geld verdienen würde wollen, dann sähe alles anders aus. Noch einmal, alle Videoclips, die ihr seht, sind aus Spaß, sind aus Fun. Ich begrüße auch jeden hier. Ich finde es super, wenn ihr vorbeikommt, wie gesagt. Und ihr merkt, heute habe ich sehr viel Zeit. Und ihr seht alles mal live hier, wie live gearbeitet wird. Bin hier nämlich im Schneideraum. Ich mache auch gleich alles an. Also während ich das hier fertig mache, das ist ein Special Raum. Wie gesagt, ich mache das lang genug. 1979 habe ich die Idee gehabt. 1995 habe ich den Durchbruch gehabt. Und 2002... war alles vorbei. Ist halt so, weil die EU, die kam und hat uns gekillt, muss man einfach mal sagen. Die EU killt weiter. Aber ihr frönt die ja heiter. Ihr mögt die ja, keine Ahnung. Ihr mögt ja Kanzlerin, ihr mögt das ja alle. Ihr seid ja auch alle bekloppt hier mit eurem Phone. Und die junge Dame, die ich gerade genannt habe, wartet auf das Echo. Und das Echo werde ich jetzt, ne? Ah, ja. Ich werde ihr jetzt antworten und werde ich mir das nochmal anschauen. Erdogan, ich bedanke mich total und recht herzlich, dass für deinen Daumen hoch. Ich bedanke mich auch total und recht herzlich, dass wir ganz kurz smalltalkt haben, wenn auch nur visuell. Piep, 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 piep. Noch einmal, mach es ruhig wahr, komm vorbei, habe ich nichts gegen. Kriegst auch deinen Kaffee, wie ich versprochen habe. Und da hier nebenan sogar Döppel ist, könnte man über ein Puddingteilchen auch nachdenken. Ne? Aber dann müsste ich aber einen haben, der dahin rennt. Ne, ist klar. Meistens kommst du ja nicht alleine. Meistens hast du ja einen Pulk, dein Fahrer oder keine Ahnung, vielleicht ist sogar Pia dabei. Solltet ihr alle mal im Auto sein. Von Düsseldorf über die 45. Ja, oben Mülheim abbiegen da. Ach, ihr habt eh so einen Teil da. Kölner Straße 36, tipp, 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 Stadt Essen. Und wo die Kirche ist, anhalten. Dann seht ihr das schon und ihr seht euch ja schon im Schaufenster. So, ihr merkt, ich habe heute richtig Zeit, ich gucke mir das mal an. Hat Spaß gemacht, finde ich auch super toll. Ich mache daraus jetzt ein Bild. Genau, ich mache jetzt daraus ein Bild, ein Standbild. Und wie das Standbild aussieht, kann ich da reinklatschen, ist kein Thema. Ja. Okay, ich wünsche euch wirklich einen super Start in den Dezember. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dezember und ich wünsche euch wunderschöne festliche Tage. Ich wünsche euch einen super Silvester und dann freue ich mich auf das Jahr 2020 und Cobra 11 mit Pia, Erdogan, Nils und allen anderen. Wow, das wird was geben. Wow, wow, wow.
So, beinahe wäre mir die gesamte Aufnahme in die Binsen gegangen. Jetzt habe ich so dermaßen hier losgelegt. Ich habe natürlich auch einige euphorische Kunden hier, die ihr Alter haben, denn heute am Black Friday ist natürlich im Rhein-Ruhr-Zentrum an der A40 richtig was los. Ich habe versprochen, ich meine, die schauen meine Filme, also vertut euch nicht. Ich habe viele, die meine Clips schauen. Und deswegen muss ich auch die Wahrheit und nicht als die Wahrheit sprechen. Ich darf mir keinen Flux erlauben. Ja, und ich muss immer schön bei der Wahrheit bleiben. So, also heute am 29.11.2019 ist im Rhein-Ruhr-Zentrum ab 20 Uhr die große Laudatio aller Künstler Bata Illich. Hat er mir gerade genannt. Man muss sich alles gucken hier. Ich kriege hier alles hier. Ne? Bata Illich, Jörg Bausch, genau, was das ist. Peter Sebastian, Michael Olm, Ja, Michael, ich beinahe ganz vergessen, deswegen soll ich es ja auch machen. Hallo, bis euch morgen.